Hypnose wirkt immer sofort. Es gibt aber manchmal sowas wie, ich sage mal, die Kugeln laufen noch nach. Das heißt, es passiert manchmal im Nachgang noch ganz viel. Aber in der Sitzung selbst merkst du sofort, dass was anders ist als gerade. Du kommst mit Flugangst, wenn du ans Fliegen dann denkst. Also du musst dir nur vorstellen, im Flugzeug zu sitzen, dann hast du schon all diese körperlichen Reaktionen, schweißnasse Hände, vielleicht Druck auf der Brust, vielleicht sogar Herzrasen, das würdest du jetzt gerade im Flieger sitzen. Direkt nach der Sitzung hat die Person nicht mehr die gleichen Empfindungen, wenn sie ans Fliegen denkt. Der bewusste Anteil denkt die ganze Zeit, gleich muss doch die Angst kommen. Gleich muss doch dieses komische Gefühl kommen. Und es ist total faszinierend, wenn es halt nicht kommt. Versteht ihr?